Was kriegst du hier so rum? Schön, dass wir alle hier zusammengefunden haben. Wir möchten heute, wie heißt er hier, Bruce und Kung Emao vermählen. Was mache ich in der ganzen Situation hier? Ich komme jetzt ein bisschen, ich gehe meinen Rang hier hinten. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, du bist doch, ich komme hier. Wie heißt das? Mädchen. Ja, oder Ring. Du musst Ringe bringen. Und keine Augenringe, bitte. So, Ringe bringen. Tschüss. Ja. Vom Krabbelkommando. Ich will zu McDonald's. Da vorne war eine Gyrosbude. Ah. Von dem Gyrosmann. Finden wir bestimmt wieder was. Hat der jetzt schon expandiert? Warte. Du musst die Waffe holstern. Also. Einmal. Jetzt. Ja. Das, Freunde, das ist aber nicht nett. Das macht man nicht. Man ist immer nett zueinander. Hör mal, was machst du denn da? Bist du ein Arschkriecher oder was? Versuch reinzurutschen. Du hast aber die beste Farbe ausgesucht. Camouflage-Kotzgrün. Aber Auto ist Auto, wir wollen uns jetzt nicht beschweren. Hör mal, das sieht, die Farbe sieht aus wie leckere Frankfurter Soße. Die grüne Soße. Wasabi. Ist Wasabi ist auch gut, ja. Das wirkt aber bei mir abführend, das ist nicht gut. Alle rein. Ob das Auto mich aushält? Jetzt ist es tiefer gelegt. Wie schon mal das scheiße Quartett gespielt. Habt ihr das mal gesehen, dass ihr das wirklich? Was gibt's da so? Was ist Trumpf? Der arbeitet ganz viel. Moment, Freunde, ihr sucht ja hier gerade. Da kann ich halt mal nachgucken. Jetzt aber nicht ohne mich wegfahren. Ich leg mich mal hier ins Gras. So. Ich guck das mal nach. Ich habe mich aber in dem einen oder anderen Schiss habe ich mich auch wiedererkannt. Also nicht bildlich, sondern erfahrungsgemäß. Der Morgenschiss kommt ganz gewiss, auch wenn er erst am Abend ist. So, was haben wir denn hier? Ich habe hier 6 Karten zur Auswahl. Das ist einmal der Idealschiss, das ist der Trump. Dann gibt es den Schaumknister, die Schaumknisterwurst. Was hat er als Spezialfertigkeit? Das Bildchen ist leider zu klein, ich kann das nicht vorlesen. Ich muss mal was Größeres suchen hier. Das kann ich lesen, das sind zwar nur 2, aber es gibt der Sackabklatscher. Und der Text dazu ist: Na danke, die Wurst setzt sich sanft ab und wenn sie dann umplumpst, küsst sie undankbarerweise den Sack. Jetzt ist erstmal Duschen angesagt. Größe 260 Gramm. Anzahl Abwischen 25 Mal. Stinkfaktor 4. Wahrscheinlichkeit 2%. Zeitaufwand 15 Minuten. Schmerzfaktor 3. Spülbarkeit 4. Und künstlerischer Aspekt 5,1. Du Scheiße. Und du hast ja heute Hot Wings gegessen, ne? Die waren scharf. Dann hast du wahrscheinlich morgen den scharf geschossenen Schiss. Chili, Pfeffer und ähnliche Geschmacksverstärker sind lecker, bis ihre Wirkungsweise am nächsten Tag erneut beweisen. Größe 250 Gramm, Anzahl Abwischen 6 Mal, Stinkfaktor 7, Wahrscheinlichkeit 2,6%, Zeitaufwand 8, Schmerzfaktor 9, Spürbarkeit 4, künstlerischer Aspekt 5,8. Ja. Ja, da freue ich mich drauf. Hier, die Schaumknisterwurst. Nanu. Es knistert und knackt ganz merkwürdig und schaumig, wenn man groß macht. Es ist die Geräuschkulisse, die diese Scheißart unverwechselbar werden lässt. Alter. Ist schon ein bisschen eklig. Geht gut ab. Graphitminenschiss. Das hört sich sehr angenehm an. Graphitminenschiss. Krass, komisch, scheiße, normal und dann das. Das Abwischen nimmt kein Ende. Man hat den Eindruck, als wäre das im Körper befindliche Ende der Wurst eine Bleistiftmine, mit der man das Klopapier jedes Mal nur anmalt.
Oh mein Gott. Das Schöne ist, zu jedem, auf jeder Karte gibt es auch noch ein Bildchen. Das ist einfach ein Must-Have für jede Party. Ja. Das scheiße Quartett. Jetzt in der Kali Special Edition. Das neue scheiße Quartett Hörbuch, gesprochen von Rainer Kallmund. Das wäre eine Idee, ja? Entschuldigung, Freunde, ich muss mich gerade so beämmeln. Ich habe immer noch diese scheiße Quartette auf. Der zweite Monitor. Es gibt auch noch die scheiße Explosion. Man ahnt nichts und dann plopp. Die Scheiße ist sofort am Anschlag. Das Klo erreicht man zwar noch und die Hose kriegt man auch noch runter. Doch während der Drehung Richtung Klo wird die Sprengkraft von 30 Tonnen TNT freigesetzt. Läuft. Alter Dennis, wie weit bist du schon vor? Ich bin hier im Haus, ich höre euch. Ja, ich fahre noch ein bisschen vor und steigen wir mal aus. Das ist natürlich der beste Wert der Zeitaufwand, 2 Stunden. Ist es dann gut oder schlecht? Ich glaube, das ist dann... Ich weiß das nicht. Kugelschiss. Merkwürdig. Die Wurst besteht quasi nur aus einer Reihe kleiner Kugeln und man fragt sich immer, wie sowas entsteht. Irgendwie voll Bock auf Schokoladenpudding, ey. Nach dem Scheiße-Quartett, oder was? Ja. Ich schneide das mal besser aus dem YouTube-Video raus. Nein. Hier, wer kennt das nicht, Freunde? Den Bierschiss. Oh ja. Die Wurst ist gar keine. Es schießt aus einem heraus und beweist den Sinn eines WC-Reinigers mit gebogenem Harz. Oh, aber auch den besonderen Scheiße-Spaß nach viel Bier. Mein absolutes Highlight ist aber die Staudammwurst. Staudammwurst. Diese scheinbar etwas klebrige Spezies legt sich quer und trotz der Spülung wie ein Fels in die Brandung. Wegspülerfolge sind meist nur durch einen beherzten Stoß mit der Klobürste möglich. Das bin ich. So. Gibt's so Drohnen? Ich treff sie nicht, ich treff sie nicht. Wo ist sie? Am Himmel. Ich seh sie. Die fliegt voll Psycho, Mann. Alter, was habt ihr mit der gemacht? Hab sie nicht. Habt ihr sie? Sie stürzt ab. Hinter uns. Hinter dir, Dennis. Hinter dir. Happy welcome! Ich schmeiß noch die Smoke vor, ey! Scheiße, der Kali hat disconnected. Dass ich in die Hose gekackt habe, ey? Toll, ich hab wieder das Beste verpasst. Das ist wie bei Bayer Leverkusen.